Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Alles über Fallout 76. Ich begrüße und bedanke mich hiermit bei allen Menschen, denen der Content bis jetzt so gut gefallen hat, um ein Abo dazulassen. Und natürlich auch alle, die aus Versehen drauf gedrückt haben. In diesem Video dreht sich alles um das eigene Camp und den Basenbau. Doch bevor wir loslegen, könnt ihr jetzt oben rechts entscheiden, ob ich nebenbei auf diesem Kanal Fallout Shelter Let's Play Videos hochladen soll. Camp steht für Construction and Assembly Mobile Plattform und wird eines der ersten Geräte sein, die wir im Spiel aufnehmen werden. Jeder Spieler wird sein eigenes Camp-Device bekommen und somit auch sein eigenes Camp bauen können. Einfach das Gerät auf den Boden platzieren und schon ist ein bestimmter Bereich für die eigene Basis sichergestellt. Danach kann man, je nachdem, was für Gegenstände man durch Blaupausen freigeschaltet hat, diese platzieren. Blaupausen alleine werden aber nicht reichen. Bei einigen Gegenständen sieht man, dass man zum Beispiel ein bestimmtes Level braucht, verschiedene Rohstoffe und die aus Fallout 4 bekannte Elektrizität. Auch scheint die Anzahl der maximal platzierbaren Gegenstände durch das Workshop-Budget begrenzt zu sein. Ein Ausschnitt im Video lässt auch darauf schließen, dass man an sogenannten Workshops ebenso seine Base aufstellen kann. Diese Workshops sollen gute Ressourcenspots sein, um schneller an seltene Rohstoffe zu kommen. Auf der E3 konnte man schon eine Großzahl der platzierbaren Gegenstände begutachten. Darunter waren unter anderem auch ein Grill, ein elektrischer Stuhl und verschiedene Verkaufsautomaten, die den Nutzen haben, Rohstoffe mit Freunden oder anderen Spielern tauschen zu können. Natürlich ist bei allen gezeigten Gegenständen nicht bekannt, ob sie einfach nur Objekte des gesamten Spielinhaltes sind oder für jeden Spieler auch wirklich platzierbar. Wie bereits im vorangegangenen Video erwähnt, wird es keine Offline-Raids geben. Was heißt, wenn man offline geht, wird die eigene Base auch offline gehen bzw. verschwinden von der Karte. Auch kann man gegen eine kleine Gebühr von möglicherweise 40 Kronkorken seine Base auch verschieben können. Auf der Gamescom erzählte Pete Hines, der Vizepräsident von Bethesda Softworks für Public Relations und Marketing, wie das Verschieben der eigenen Base genau funktioniert. Nachdem man seine Base eingepackt und sich einen neuen Ort für die neue Base ausgesucht hat, platziert man wie gewohnt das Camp-Device auf dem Boden und wird dann alle Gegenstände, die man bereits gebaut hat, neu platzieren können. Somit muss sich das Layout der alten Base nicht an die neue Umgebung anpassen, sondern ihr könnt bestimmen, wohin die einzelnen Gegenstände, die ihr bereits gebaut habt, hinhaben wollt. Da es bei Fallout 76 keine bekannte Serverauswahl geben wird, sondern man automatisch mit Freunden oder anderen Spielern auf einen Server platziert wird, können wir davon ausgehen, dass der Bau auf einem neuen Server genauso ablaufen wird, als würde man seine Base versetzen. Aus den bis jetzt gemachten Aussagen der Entwickler kann man unter anderem auch schließen, dass ein Team, was maximal aus 4 Personen bestehen kann, zusammen eine Base bauen können und dass Monster in der Umgebung versuchen werden, diese Base anzugreifen. Soweit gezeigt sind Geschütztürme und Fallen nicht das einzige, was man bauen kann, um seine Base zu verteidigen. Dabei wurde bis jetzt nicht explizit erwähnt, wie das Looten von Rohstoffen eines Camps genau abläuft. Allerdings wurde in einem Nebensatz erwähnt, dass es so etwas wie einen bestimmten Storage-Container geben wird, welcher nicht lootbar sein könnte. Das heißt, die wertvollsten Waffen oder Ressourcen könnte man hier verstauen und sie wären sicher. Schreibt mir bitte in die Kommentare, zu welchem Fallout 76 Thema ich das nächste Video machen soll. Vergesst auch nicht, für dieses Video ein Like da zu lassen, das Video mit euren Freunden zu teilen und falls noch nicht geschehen, den Kanal zu abonnieren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.